Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Umbauvideo. Heute geht es um eine Billigvariante der Spirit Box. Das ist der Frank. Genau, ich komme aus der Zukunft. Ihr wisst später genau. Wahrscheinlich. Ja, gut. Beziehungsweise jetzt ist unsere Zukunft angebrochen. Ihr seht uns aber jetzt sozusagen als Zukunft, aber von unserer Vergangenheit aus. Seht ihr dann später in eurer Zukunft nochmal ein Video, na, wo wir dann etwas verwirrt sind, weil das ist wiederum unsere Vergangenheit. Wir haben nichts getrunken, geraucht oder sowas. Das ist die Realität. Ja, aber ihr werdet merken, warum. Okay. Genau. Gut. Ja. Bevor wir es euch weiter verwirren, genau. Es geht um die Spirit Box. Spirit Box ist schon mittlerweile sehr gefragt auf dem Ghost Hunter Markt, sage ich mal. Und Spirit Box ist eigentlich ein Radio, was einen dauerhaften Sender durchlaufen macht. Und die Idee dahinter ist, dass sozusagen mehrere Frequenzen immer weiter geskippt werden und sich darin Interaktionen verstecken. Kann man so sagen. Dass dann sozusagen Wörter dabei rauskommen, die auch über mehrere Frequenzen hinweg sind. Klar, wenn du jetzt eine große Bandbreite auf FM hast, dann kommt natürlich dann auch von dem Radio zum Beispiel das Wort komplett durch, logisch. Aber ja, das ist auf jeden Fall so die Grundidee dahinter. Und wir wollen euch einfach mal zeigen, dass es auch günstig geht. Ja. Das heißt, jeder... Okay, fang du einfach an, du bist hier. Ja, aber wie gesagt, du hast das schon super erklärt. Ja. Auch, wie gesagt, wichtig ist, bei den Radios in Amerika kann man natürlich auch welche kaufen, und mittlerweile auch in England oder so, aber wie heißt das Ding Amerika? Oder Spielberg SB7? Oder die es gibt auch die 11er-Version noch. Die, also, was da ein bisschen nervig ist, die sind verdammt leise erstmal. Also die sind gar nicht so laut. Ja, du musst ja noch den Speaker dazu kaufen. Genau, du musst den Speaker dazu kaufen. Und die machen wirklich dieses Geräusch. Ne? Wir sind mittlerweile, wie soll ich sagen, im Ghost Hunter Himmel, da hört man andere Geräte. Das ist zum Beispiel Sangyan DT200, in Amerika heißt das so, oder DT250 in Deutschland. Da muss man... im Endeffekt das Ding aufschrauben, nur einen Pin wegbiegen, der vierte von oben, wer das machen will. Also da gibt es auch Anleitungsvideos in Amerika, ich habe es mir auch so beigebracht. Ist eine einfache Sache, bloß die Dinger sind vom Markt. Also du musst ein Gerät haben, was vor 2012 produziert wurde. Das ist nochmal wichtig. Danach wurde die Platine geändert und es ist nicht mehr so einfach. Es ist auch möglich noch, aber mit einem größeren Aufwand und nur auf UKW, was wir UKW nennen, also FM. Ja? Also da kann man dann das hören, auf AM geht das dann schon nicht mehr, interessanterweise. Das geht um diesen Suchlauf immer. Ne? Und das gibt noch andere Möglichkeiten, da kannst du rumlöten und sowas, alles irgendwie auch nicht für mich geeignet, als User das einfach zu machen. Und ich habe jetzt auch zufällig in Indien oder irgendwo ein Video gesehen, der hat ein deutsches Radio, und hat da mit in kürzester Zeit das Ding zur Spirit Box umgebaut. Und ich habe den gleich mal, wer hat mir auf die Suche begeben. Diese Radios, die so im Gegensatz zum Sangyan gibt das noch überall. Also auf der Buchte zum Beispiel, ich darf ja keine Namen nennen, groß oder sowas, ne, wo jeder so gebrauchte Sachen kauft oder sowas. Ich habe für dieses hier 4 € bezahlt zum Beispiel. Und hab ein paar Schrauben gelöst und hab dann Schnipp-Schnipp gemacht einmal und zusammengeschraubt. Und ich habe gerade dem Frank Schäfer, schönen Gruß, falls er mal sieht, an meinem Küchentresen, meinem Kaffee innerhalb von 15 Minuten so ein Ding da eben mal kurz klar gemacht und alles kein Problem. Und ich hatte eine Spirit Box eben halt. Ne? Die hat den Vorteil, dass sie wie die Sangyan, ich habe ja gesagt, die Amerikaner, das ist völlig blöd, im Hör, wenn du ein Dauerrauschen hast, und das ist wesentlich angenehmer, das macht das hier zum Beispiel ohne Breaks und es ist scheiße laut, wenn ich das mal so sagen darf. Kannst du Tüt oder Balken über den Mund machen, kannst du sowas? Okay, alles klar. Okay, gut. Also der will laut machen und du hast aber die gute Möglichkeit, auch hier Kopfhörer gleich anzuschließen. Ne? Also wir arbeiten bei der PRG immer, dass derjenige, der hört, Maske auf hat, Kopfhörer auf hat und das richtig laut hört und uns gar nicht mitbekommt, was wir im Raum erzählen. Und wenn er dann Sachen raushaut und das passt, ist das schon gut. Ne? Und bei mir der Unterschied ist, ich mache es ohne Maske. Genau. Das sind unterschiedliche Arbeitssysteme. Richtig, genau.
Weil ich will immer die Anzeige sehen. Ja. Falls sozusagen der Swipe kommt und wieder von vorne beginnt, möchte ich halt sehen, okay, wenn immer auf den gleichen Frequenzen irgendwelche Wörter oder irgendwas zu hören ist, dann weiß ich, dass da ein Sender liegt. Und deswegen brauche ich mein Augenlicht dafür. Ja. Nachteil zum Sangean, das ist monstergroß. Da hat man was in der Hand. Mhm. Und vier normale Doppel-A sind da drin. Ich muss ja eh eine rausnehmen, wenn wir da rumschrauben. Wir wollen das einmal kurz aufmachen für euch. Genau, ich höre euch ein bisschen näher ran. Warte mal, ich kann auch noch mal, um was es hier überhaupt geht, zeigen. In der Bucht ist gerade eins zum Verkauf zum Beispiel. Das sind streckenweise drei auf einmal und so. Dieses hier soll 30 Euro kaufen. Wer es denn für das Geld kaufen will, ich warte dann lieber zwei Wochen und gucke nochmal rein. Und dann auch, wenn das denn da mal wieder in der Auktion, die will keiner haben eigentlich, die ist auch 1990ern irgendwie, dann kann man das billig abgreifen. Ne? Da oben ist der Name, Protronic WR160. Ja, das steht auch mal fett drauf. Für alle, die es jetzt nachhaben wollen. Ne? Also. Genau. Das 170er habe ich auch schon umgebaut. Es funktioniert auch. Das ist sogar ein 170er. Das ist ein 170er, ja, funktioniert auch. Und da muss ich jetzt noch ein bisschen gucken. Also da will ich nur was modifizieren, ob es geht. Eine Sache bin ich nicht so ganz einverstanden. Deshalb. Also das ist auch ganz einfach von dem Handling. Das Gerät habt ihr gesehen, Batterien drin. Was mir noch gefällt an diesem Gerät, die normalen haben AM, FM als Möglichkeit des Umschaltens. Das geht sogar auf lange Welle und Mittelwelle hier und Kurzwelle. Also du hast alle, ja, Mittelwelle hast du ja eh, aber alle vier Möglichkeiten, dieses Gerät umzuschalten. Wenn mal zu viel UKW-Frequenz ist, dann schaltest du einfach weg. Du willst ja nur das Rauschen haben und den Frequenzzuglauf eben halt, ne? Und okay, wahrscheinlich gibt es schon irgendwelche Leute, die sagen, auf FM kriegst du die männlichen Geister, auf SW kriegst du die weiblichen und auf AW kriegst du wahrscheinlich Lottozahlen oder so, keine Ahnung. Also, das sind übrigens alles Gerüchte, ne? Ja. Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz, dass ich es jetzt frei interpretiert. Okay, Entschuldigung, ja, also Lottozahlen gibt es hier nicht bei dem Gerät. Man hat einen Lock hier, muss man aufpassen. Ich bin auch schon verzweifelt, ich dachte, jetzt habe ich das Gerät kaputt gemacht. Nee, ich habe aber den Lock angehabt, da kann ich auch nichts mehr schalten, ne? Und hast einen Aus-Button eben halt. Und also die Vorderseite war das hier, ne? Ich mache mal ein bisschen ran hier. Und hier unten hast du einen fetten Laut-Leise-Regler. Ich finde es echt gut nachts, also ohne groß rumzupulen. Also kannst du den Schiebeschalter benutzen. Und du hast da den Autoscan, da drückst du einmal rauf und geht das los. Alles andere brauchst du nicht. Da will eine Uhr drin und alles, wenn du möchtest. Gut. Ja, das ist das deutsche Gerät eben halt. Und da wollen wir mal ganz kurz reingucken. Das geht auch schnell. Wie gesagt, ich habe das Gerät hier. Du brauchst dazu eigentlich, wenn du umbaust, ich hole noch mal ganz kurz eine Sache, sing eh mal kurz 20 Sekunden, 10 Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5. Mehr brauchst du nicht. Okay. Ich muss jetzt einen Kreuzschraubenzieher mal raus, also einigermaßen. Ich habe mein gutes Werkzeug auf der Arbeit gerade, was ich dafür immer benutze. Also, den brauchen wir später. So, pass auf. Und der Produzent hat sich schon gedacht damals, da kommen bestimmt Leute, die bauen das mal auseinander und wollen eine Spiritbox draus bauen. Also hier, wo diese kleinen Pfeile sind, ja, die Schrauben löst du einfach. Ne? Also hier oben die nicht, das ist die Antenne. Also hier ist ein Pfeil, hoffe ich. Also Chris, wenn ich jetzt Scheiße baue, ne? Gut. Er hat es übrigens mit dem Auge, das haben wir jetzt noch nicht erwähnt gehabt. Ach so, ja. Weil das haben wir in der Zukunft erwähnt, aber nicht in der Vergangenheit, wo wir jetzt aktuell sind. Ach so, ja. Oh, habe ich die festgezerrt, ey. Da wollte ich, dass da nie jemand wieder reinguckt, ne? Dass ich das Geheimnis immer für mich behalte. Es gibt Gruppen, die habe ich in der Vergangenheit, die haben so eine Infrarot Gläser für Umbau der Fotoapparate für sich behalten. Das war ein Zauberwerk, Teufelswerk. Die Firma, falls ihr mal Spezialgläser braucht, Infrarot, Ultraviolett, die das sichtbare Licht ausschließen, eben halt, die Firma heißt, darf ich mal für sagen, das sind dann Laborgläser, Hebro heißen die in Deutschland, große Anbieter, da kriegst du für den Apfel und ein Ei solche Gläser. Ja, Entschuldigung.
Also nicht, nur dass euch nicht wundert, ne, das ist natürlich keine Werbesendung. Nein. Oben muss ich natürlich die Werbung einblenden, weil wir hier Produkte haben und so weiter erwähnen. Das ist einfach weil es gibt echt einen Anbieter in Deutschland und das ist auch ein schneller Versand. Und für unsere Umbauzwecke von Fotoapparaten, wenn du daraus eine Fullspektrum machen willst, ist es echt das Ding. Ne? Genau. Ja, also wir verkaufen ja nichts. Ne? Ich meine, Frank könnte jetzt hier natürlich sein Geschäft ankurbeln, falls er die Dinger für 50 Euro verkaufen möchte. Hier. Ja. So, pass auf, ich hab jetzt mal hier diese Schrauben gelöst. Ich hoffe nicht nur, es geht sogar. Warum hängt sie noch? Chris, habe ich jetzt irgendwo eine Schraube vergessen? Ach nee, er hängt, warum hängt er? Er darf nicht hängen. Ist ein Clip irgendwo? Ach! Pass mal auf, wenn ihr das macht, zum ersten Mal, ich wollte euch zeigen, dann passiert genau dieses hier. Ihr müsst natürlich hier die Schalter abnehmen. Immer wenn das schnell gehen soll. Jetzt brauche ich doch noch einen Schützer. Jetzt kommt mein anderes Ding zum Einsatz hier. Das zweite Werkzeug, was ich habe. Damit geht es auch. Ne? Guckt euch vorher eure Finger an, wenn die noch ganz sind. Also ich, Dani, die sagt mal um Gottes Willen, er hier mit. Ja, ich mache mir auch was Gedanken. Ja. Eigentlich mache ich mal das mit dem Schraubenzieher. Geht wesentlich besser. So, das ist der zweite Schiebeschalter. Raus da. So. Und dann kommt der dritte noch. Den mittleren braucht ihr gar nicht, falls ihr mal da irgendwie einen. Die brechen aber auch nicht kaputt, die sind so plastikmäßig. Wenn da einer kaputt bricht, dann lasst ihr den mittleren weg, der sozusagen die Sperre ist. Genau, so. Jetzt haben wir. Guck mal, wie das geht hier. Hast du gesehen? Mhm. So, jetzt habe ich den Deckel aufgemacht. Ne? Hier müssen wir ein bisschen aufpassen, dass diese Kabel dranbleiben, dass die Stromversorgung zum einen hier rot spart und die grüne, das ist die Antenne eben halt. Ne? Die sind natürlich, die könnte man sogar abschneiden, wenn du das so nimmst. Ja, in Amerika machen das viele, für die so eine Spiritbox bauen. Die wollen ja keinen Radioempfang haben, sich nicht verarschen. Ne? Schneidet man das ab. Wenn man nachher experimentieren will mit Quarzantennen und sowas, dann sollte man das natürlich dran lassen, ne? Dass man Kontakt braucht. So, und jetzt kommt der blinde Mann. Jetzt muss ich mal kurz suchen. Hier sind eine. Ist das eine Schraube da? Nee, warte, ich suche jetzt die drei Schrauben. Da ist sie. Eine. Das echt geht nie zum Augenarzt. Ihr habt hier nur Probleme hinterher. Ah. So, dann ist hier in der Mitte irgendwo noch eine. Da ist sie. Ja, ich sehe sie auch. Und ganz außen ist auch noch eine da unten irgendwo. Na, kommst du wohl. Also, wenn du richtig gucken kannst, dann geht das hier schneller. Denn wir machen jetzt hier die YouTube-Version, wo du schön langsam erklärst. Ja, ich liebe diese Unboxing-Filme. Ich lache mich immer schlapp, wo jeder sein Tortenmesser da in die Höhe hält, was so richtig toll ist. Ich arbeite hier auch auf der Platine ohne Schutzhandschuhe. Oh, jetzt zerstöre ich die Platine, ne? Seht ihr? So, hier vorne ist noch irgendwo eine Schraube. Chris, schaust du mal? Oh, guck mal, jetzt habe ich hier sogar einen abgemacht, du. Das muss ich ja noch löten, um euch nachher zu zeigen, wie das funktioniert. Ich sehe gerade auf Anhieb keine. Noch eine? Ich zieh mal, ach, die. Ich habe keine weggelassen damals. Also habe ich jetzt nicht gesagt, ja, die könnte man, muss man nicht. So, jetzt nehme ich das hier mal ganz vorsichtig auseinander, das sieht brutal aus. Hier sind so Bänder, Bandkabel drin, ne? So, hier ist ein Bandkabel drin. Ein breites und ein dünnes Kabel. Und hier auf der Platine, wenn man das auseinanderbaut, das kann man das schlecht sehen wahrscheinlich. Ich drehe mal ein bisschen ins Licht. Da steht auf einem steht Mute. Auf der Platine. Muss ich jetzt mal gucken, wo es steht. Ah, ja, Mute, genau, das zweite. Ihr seht ja das zweite Breitband, ne, da ist ja schon ein Loch drin. Da steht Mute. Genau. Und das ist das, was wir, wir wollen nicht muten. Ne? Und das ist das entsprechende Kabel, was von der oberen auf die untere Platine hier führt. Also jetzt auf die Steuerplatine. Und da nehme ich einfach mein, deshalb so ein, das ist richtig toll, so ein spitzes Messer. Das sind die echt die Vorführeffekte, ne? Also wenn das Messer dran ist, piekst du da, lacht sich das schlapp hinter der Kamera rein.
neben dem Kabel, piekst auf der anderen Seite nochmal rein neben dem Kabel und dann nimmst du, ja, zum Schneiden brauchst du eine kleine Schere natürlich, mit dem Messer geht das schlecht, schnipp, schnipp und schneidest da so ein Stückchen raus, damit da wirklich kein Kontakt ist. Ja. Und an sich war es das mit dem Hexenwerk, ne? Das Doofe ist jetzt, ich habe echt das, aber können wir trotzdem gleich nochmal simulieren. Wo habe ich jetzt das Messer liegen? Das muss schon raus, das Messer. Das ist gut da reingefallen. Ich will mein Messer. Achso, ich ahne schon was. Das Ding hat auch Magneten hier. Ja, hier ist es. Genau. So, siehst du. So, das stecken wir jetzt mal wieder zusammen hier so ein bisschen. Wirkt jetzt ein bisschen chaotisch, ich weiß. Aber das ist ja auf dem Feld, da arbeitest du ja nicht anders. Ne? So. Ich würde es jetzt nicht auf dem Feld auseinandernehmen. Könnte man. Also mit den zwei Sachen. Ja, theoretisch gesehen ja. Also falls jetzt einer spontan irgendwo ein. Ja. So, und jetzt schraubt man das wieder zusammen. Wollen wir das erkennen? Also ja, wir heben mal ganz kurz den Schrauben das zusammen. Das dauert zu lange sonst auf dem Video. Genau. Und löten das Minuskabel da immer wieder. Ihr habt ja eben gesehen, ne? Wichtig ist einfach nur, dass ihr bei dem Breitband, beim Mute, bei diesem Gerät hier, das unterbrecht den Kontakt, also sprich dieses Kabel ein Stückchen herausnehmt. Und das war an sich alles das Hexenwerk. Ne? Ja. Einfach wieder zusammengeschraubt und schon habt ihr dieses Gerät umgebaut, sodass es halt einen dauerhaften Suchlauf hat. Ja. Und das demonstrieren wir euch jetzt gleich, wenn der Frank es wieder zusammengebaut hat. Ja. Okay. Und sein Werkzeug auch. Ja, bitte. Gut. So, wieder zusammengebaut, ging ganz fix. Und Frank. Ja, wir haben übrigens, wir sind hier genau in Hamburgs-Innenstadt und wir haben einfach die Antenne jetzt abgeschnitten innen von der Platine, weil wir doch im UKW natürlich auch noch ohne Antenne empfangen haben. Wird auf dem Acker anders aussehen. Aber wir haben auch die anderen Frequenzen. Und ich mache jetzt auch mal Scan-Start. Du bist gerade auf. Was für ein bist du jetzt? FM oder? Warte mal. Ich sehe hier gerade nichts. Ich muss mal kurz gucken. Nur kurz in der Mitte noch mal, oder? Also er läuft, er geht durch das Band durch, das ist ja wichtig. Und wir wollen ja keine Radiostimme haben. Wir wollen ja wirklich Stimmen haben, die irgendwo dort auch immer auftauchen in den Frequenzen. Also über die Frequenzen kommen. Ja. Ich könnte jetzt den UKW mal schalten. Also es geht im UKW auch. Aber in Hamburg, wir haben zu viele Kanäle, zu viele starke Sender. Da wären jetzt die Stimmen drin. Und man müsste wirklich peinlich genau gucken, was jetzt wirklich eine Radiostimme ist und was eine andere Stimme ist. Ne? Da wäre jetzt zum Beispiel Radio gewesen. Und so weiter und so fort eben, also ein paar Sachen drin. Ich bin jetzt noch dabei, ich will irgendwie mal gucken in diesem Radio, ob man den Suchlauf beschleunigen kann. Also er ist nicht der schnellste, deshalb ist es wichtig, also keine Radiosachen zu haben eigentlich da drauf, also auf einem anderen Frequenzband, das einfach durchlaufen zu lassen. Ich lasse das den Chris aber noch wissen. Also wenn ich da irgendwo ein Drehpfoti noch drin finde, sind Drehpfotis nämlich drin, das ist ganz schnuggelig, dass man den Speed noch erhöhen kann von dieser Suchgeschichte, dann werde ich das definitiv beschleunigen. Also dann kann man auch diese UKW-Bänder in der Stadt echt gut nutzen. Also ja, gut. So als Einsteigedroge ist das, bevor man viel Geld ausgibt, eine gute Sache. Ansonsten ja, wie gesagt, 4 Euro oder 80 Euro ist schon ein Unterschied, ne? Wenn man vorher andere Sachen kaufen muss, sag ich mal ganz recht. Gut, mehr kann ich leider nicht bieten, das ist eben mal das Gerät. Das 160er geht erst rein, das 170er habe ich jetzt hier mal versucht, das ist ein Experimentiergerät, läuft auch. Ich kann leider nicht jetzt auf Mittelwelle gehen, weil ich hier irgendwo eine böse Störung hat. Laufen tut es auch.
Smart. Okay. Erstmal so weit zum Radio. Ja. Hier, bitte, kriegt ihr. So. Also wie gesagt, so schnell geht das eigentlich, einen Umbau zu machen. Ja. Man muss als abgreifen, billig, so günstig wie möglich. Ne? Und man muss versuchen, ich habe auch schon vieles geschreddert. Also, ne, nicht alles geht gut, aber das ist so eine Sache, also schaffe ich sogar noch. Also so ein Kabel immer kurz abzuknipsen, dazwischen eben das zweite und dann läuft's. Ja. Gut, also die Beschreibung, um welche Geräte es sich jetzt hier handelt, steht natürlich unten in der Beschreibung mit drin. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ne, wer günstig eine Spiritbox haben möchte, einfach, man braucht nicht wirklich viele Fertigkeiten. Wie gesagt, das mit dem, dass es eine Kabel abgegangen ist, war unsere eigene Ungeschicktheit, sage ich jetzt mal, oder Hektik. Ja, das wollte ja schnell gehen. Und eigentlich nicht, aber egal. Ja, ist auch, ich habe auf der Arbeit hier mein Werkzeug, das ist mein Notwerkzeug hier. Und Schraubenzieher gehen, aber das Messer zum Beispiel fehlt immer raus. Und, Naja, auf jeden Fall, ihr habt gesehen, es geht relativ einfach. Mhm. Und da braucht man gar nicht viel Geschick für. Ja. Und von daher ist halt ein Unterschied, ob man etwas für 5 Euro oder lass es 10 Euro sein mit Versand. Oder für 80, 90 oder wie ich schon gesehen habe, für über 180 Euro auf Facebook oder privaten gebrauchten Angeboten wohlgemerkt. Ja. Also die Dinger gehen mittlerweile für Preise weg, das ist gruselig. Ja, ihr müsst eins ist wichtig vielleicht, das haben wir eben nicht erwähnt, dieser Schiebeschalter, ne? Wenn ihr auseinanderbaut, trennt der sich ja auch unten von dem, richtig auf dem Board, auf den Schalter und man kommt dagegen. Und dann liegt er dann nebenbei im Endeffekt. Da muss man natürlich darauf achten, dass dieser Schiebeschalter, man sieht das im Chassis auch wirklich dann unten in dem... Das ist eigentlich, ne, das ist der Pin und das ist die Halterung. Ne? Das muss einfach nur ineinander gehen und dann kann man es auch wieder hin und her schieben. Genau, richtig. Also und da bin ich auch schon zweimal drauf reingefallen. Also das passiert aber. Also dann baut man es wieder auseinander und macht das nochmal neu und fertig. Ja, gut. Okay, das war's. Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, so einfach geht's. Und dann sehen wir uns das nächste Mal beim nächsten Video wieder, wo wir das nächste Equipment testen. Wieder mit dem Frank zusammen. Das war unsere Vergangenheit, eure Zukunft. Und wir werden dann sozusagen, Kannst du mal was mitbringen, auch zukünftig, wo ich positiv drüber berichten kann? Ich hoffe. Also, wie gesagt, diese Katzenkugeln, die wir da hatten, das war schon der größte. Und, das Positive baust du eigentlich. Da geht auch einiges in die Clubs, ne? Ja. Und du erzählst ja nur, wie es geht. Ja, nicht, wie oft du fehlgeschlagen bist. Ja. Woanders ist vielleicht mal eine Aura. Woanders funktioniert es besser, streckenweise. Ja. Okay, gut. Bevor wir jetzt hier wieder im Schnack versinken. Genau. Ciao. Wir sehen uns beim nächsten Video. Ja. Tschüss. Schönen Tag euch. Übrigens, PRG, haha, ne? Ganz wichtig. Ach so, ja, okay, ja. Eins der besten Teams in Deutschland.